Lebensmotto direkt habe ich nicht. Also ich versuche jeden Tag so zu gestalten, wie er mir gefällt und ja, einfach so ein bisschen in den Tag hineinzuleben und ja, nicht alles geplant zu haben. Ja, aber so ein richtiges Motto habe ich jetzt nicht. Ja, es gibt zwei. Einmal der Aufstieg in die erste Liga beim Karlsruhe-Spiel zu Hause und jetzt in dem Bundesligaspiel gegen Dortmund das 1:0, was Naby Keita geschossen hat, glaube ich, in der 88. Minute. Und ja, da ist bei uns das Stadion fast explodiert. Schwer. Meine Freundin kennengelernt zu haben und ja, dann haben wir zusammen einen Hund angeschafft. Es war auch ein emotionaler Moment und ja, wir sind jetzt auch beide mit hier und ja, bin glücklich mit den beiden. Ja, das ist ein emotionaler Moment auch. Momentan bin ich wunschlos glücklich und ja, Sache, meine Familie bleibt gesund und ja, das ist mir das Wichtigste. Wir gehen ab und an mal zum Yoga oder viel mit dem Hund raus. Ich bin jetzt nicht der große Zocker. Ab und an mal, wenn ein Kumpel da ist, zockt man schon mal eine Runde FIFA, aber das hält sich in Grenzen. Okay. Ja, wir wollen gerne eine Safari machen, vielleicht sogar diesen Sommer nach Tansania. Ja, das ist so ein Reiseziel, was wir unbedingt machen wollen. Nee, bisher nicht. Also so in die Richtung Ernährung oder Physiotherapie, das interessiert mich schon. Aber jetzt noch Pläne direkt habe ich noch nicht gemacht. Habe ich mir nicht gesetzt. Also das Wichtigste ist, glaube ich, immer die Gesundheit, dass man so lange wie möglich gesund lebt und das Leben genießt.